Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und heute gibt es wieder ein sehr spannendes Thema, und zwar Drucker für unter 200 Euro, die hier eine sehr gute Qualität abliefern und dennoch sehr günstig vom Preis her sind. Und da es auf dem Markt schon sehr viele Modelle gibt, wollen wir uns heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten Drucker bis zu 200 Euro uns anschauen. Mal hier alle Vor- und Nachteile vergleichen und dann auch hier zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Falls ihr also auch auf der Suche nach einem sehr günstigen Drucker für unter 200 Euro seid, schaut euch das Video hier bis zum Schluss an. Und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich los. Wir starten sofort durch, fangen direkt an und los geht's, und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Epson Workforce Pro WF4820DWF. Und da würde ich sagen, gehen wir mal zuallererst kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Wir haben zum einen hier einen guten Preis, er hat einen großen Funktionsumfang, ist ein Multifunktionsdrucker mit einem mobilen Faxversand. Er kann beidseitig drucken, hat ein großes Papierfach und ein Farb-Touchscreen. Die Nachteile, etwas große Bauform, und er ist auch beim Drucken etwas lauter. Aber nichtsdestotrotz ein sehr guter Drucker, der auch hier wirklich sehr einfach zu bedienen ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter auf die Produktdetails drauf. Wir haben also hier 25 Seiten in der Minute an Schwarz und Weiß, 12 Seiten an Farbe, eine Auflösung von 4800 auf 2400 dpi. Wir haben einen Highspeed USB 2.0 Anschluss, einen Wi-Fi und einen Netzwerkanschluss. Und mit dabei ist das sehr große 10,9 cm große Farb-Touchscreen Display an der Vorderseite. Wir gehen mal kurz auf die Seite direkt drauf. Dort gibt es den zu kaufen. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Ja, soweit dazu. Wir gehen gleich mal kurz hier auf den Preis ein. 147 Euro. Er ist auch hier aktuell im Angebot und 22% gibt es hier momentan Rabatt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz etwas weiter runter zu den weiteren Details dazu. Da steht nochmal alles genau drin. Da gibt es noch ein paar schöne Abbildungen. So sieht er im Grunde aus. Er ist ja recht kompakt, aber auch recht quadratisch, und es gibt hier sehr große Tintenfächer bzw. Tintenpatronen. Damit sollte auch hier wirklich sehr lange dann laufen. Da würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier etwas weiter runter. Da nochmal ein paar technische Daten. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz hier in aller Ruhe die Bewertungen durch. Die fallen auch sehr gut aus. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier einen sehr effizienten und zuverlässigen Drucker, der hier wirklich auch sehr gut ausdruckt und mit sich gut arbeiten lässt, und auch sonst gibt es ja zahlreiche positive Bewertungen. Also klickt dort mal auf den Link drauf, dann kommt ihr her, könnt euch mal selbst ein Bild machen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter, und zwar zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP OfficeJet Pro 8022e. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Zum einen hätten wir hier einen Multifunktionsdrucker mit einem sehr schönen Farb-Touch-Display. Wir haben AirPrint mit dabei, CloudPrint, es gibt eine eigene Smartphone-App von HP. Er hat eine Auto-Duplex-Funktion und er ist einfach zu bedienen. Die Nachteile, er ist leider etwas lauter beim Ausdrucken und hat einen wackeligen Papiereinschub. Dennoch hier ein sehr gutes Modell, was auch hier optisch einiges hermacht. Wir gehen mal auf die Produktdetails nochmal drauf. Wir haben zum einen hier 20 Seiten in der Minute, hier praktisch Schwarz-Weiß-Druck, 10 Seiten in Farbe, eine Auflösung von 4800 auf 1200 dpi. Wir haben einen Highspeed USB 2.0 Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss, einen Netzwerkanschluss und an der Vorderseite, wie gesagt, das schöne große LCD-Display. Ja, also wirklich ein sehr tolles Modell. Wir gehen mal auf die Produktseite direkt drauf. Den Link dazu, den gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf, dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Ja, gehen wir kurz mal auf den Preis ein, denn der ist auch hier sehr interessant. 140 Euro geht vollkommen in Ordnung für diese sehr gute Ausstattung mit diesem Touchscreen-Display. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier etwas weiter runter zu den weiteren Details dazu. Hier steht mal einiges drin, wie auch die Abmessung des Gewichts und natürlich auch hier die Leistung. Da noch ein paar schöne Abbildungen, so sieht es im Grunde aus. Hier sehr gut zu bedienen. Auch sonst gibt es hier zahlreiche Features, wie zum Beispiel hier Instant Ink von HP. Aber auch eine sehr gute App, mit der man praktisch hier den ganzen Drucker gut bedienen kann. Das Ganze ist sehr übersichtlich und auch sonst gibt es hier keine großen Mängel. Jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir noch kurz etwas weiter runter und lesen uns noch kurz die Bewertungen dazu durch. Könnt ihr schon sehen, also auch hier alles sehr gut. Wir haben einen tollen Drucker, der kopieren, scannen und auch faxen kann. Und auch sonst gibt es hier wirklich sehr gute Rezensionen dazu. Also klickt mal auf den Link drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter, und zwar zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP SmartTank 5105.
Und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz die Vor- und Nachteile zuallererst durch. Also hat man zwar einmal hier im Multifunktionsdrucker mit sehr großen Tintentanks. Er hat AirPrint mit dabei, CloudPrint, es gibt eine Smartphone-App. Wir haben eine Auto-Duplex-Funktion, er ist einfach zu bedienen. Und die Nachteile, er ist leider etwas lauter beim Druckvorgang und er hat einen wackeligen Einschub. Soweit im Grunde dazu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu den Produktdetails. Wir haben zum einmal hier 22 Seiten in der Minute, die er schwarz-weiß drucken kann, 16 Seiten in Farbe, er hat 100 Blatt Papierzufuhr, wir haben einen Highspeed-USB 2.0-Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss, also auch hier fürs WLAN geeignet. Und es gibt hier ein schönes LCD-Display an der Oberseite mit tollen praktischen Bedientasten, die hier wirklich sehr intuitiv sind. Wir gehen mal kurz weiter hier auf die Seite drauf, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommen wir direkt auf diese Seite. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz den Preis an, denn der geht auch vollkommen in Ordnung. Kostet roundabout 189 Euro und ist auch aktuell hier im Angebot, also hier bis zu 27% Rabatt, was schon mal hier wirklich sehr interessant ist und sich sehen lassen kann. Dann nochmal die weiteren Vorteile im Überblick, hier nochmal ein paar weitere technische Daten. Man kann also auch hier bis zu 3 Jahre lang drucken mit dieser Druckertinte, die praktisch schon dabei ist, und man kann die auch ganz einfach wieder auffüllen, sprich die Folgekosten sind hier wirklich sehr gering und für viel Drucker ist auf jeden Fall hier der Drucker sehr lohnenswert. Da gibt es hier noch ein paar weitere Details zu diesem Drucker und ja, so sieht es im Grunde aus. Also hier gibt es zahlreiche Features, die sich hier sehen lassen können. Auch die technischen Daten sind okay, Abmaße, Gewicht und natürlich auch hier ja, die weiteren Punkte passen und auch die Bewertungen sehen gut aus. Wir haben hier einen guten Drucker mit einer guten Qualität und auch die Druckqualität ist hier wirklich sehr zufriedenstellend. Also schaut euch den mal an, klickt mal auf den Link drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP Envy 6020e und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Vor- und Nachteile ein. Ihr könnt schon sehen, wir haben zum einen hier einen sehr günstigen Preis, es ist ein Multifunktionsdrucker mit einer sehr schlanken Bauform, er hat AirPrint mit dabei, CloudPrint, es gibt eine Smartphone-App, er unterstützt Auto-Duplex-Drucken und er ist auch hier sehr einfach zu bedienen. Der einzige Nachteil, der unterstützt keinen Faxversand, aber in der heutigen Zeit würde ich mal behaupten, benötigt man das auch nicht mehr unbedingt. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier eine Seitenanzahl von 20 Seiten in der Minute an Schwarz und Weiß, 17 Seiten an Farbe können wir ausdrucken. Wir haben eine Auflösung von 1200 auf 1200 dpi, einen Highspeed-USB 2.0-Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss und ein Papierfach mit 100 Blatt. Da würde ich sagen, gehen wir auch hier gleich mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. So sieht er im Grunde aus, also hier wirklich ein sehr schönes Modell, auch optisch macht er einiges her, wirkt sehr modern. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die verschiedenen Farbmodelle ein. Es gibt hier 2 zur Auswahl, weiß und einmal blau und der Preis 63 Euro. Ist wirklich sehr günstig, auch hier aktuell ist sehr stark reduziert, also es lohnt sich, sich unbedingt, sich den mal anzuschauen. Dann nochmal die weiteren technischen Daten und auch die Abbildung. Also hier können wir den schon sehen. Es gibt auch hier HP Instant Ink, wo ihr praktisch hier automatisch, wo euch hier automatisch Druckerpatronen zusticken lassen könnt. Da gibt es aktuell auch hier 6 Probemonate. Ja, soweit dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier etwas weiter runter. Da können wir nochmal die App sehen von HP, mit der man auch hier ganz einfach alles bedienen kann. Und auch die Bewertungen sehen gut aus. Wir haben hier einen sehr günstigen und guten Drucker, der auch hier ein sehr gutes Ergebnis liefert. Und auch hier ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, sehr günstiger Drucker, da macht ihr auf keinen Fall was falsch, wenn ihr euch den mal anschaut oder natürlich auch kauft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP DeskJet 4120e. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz auch hier die Vor- und Nachteile durch. Wir haben zum einen hier einen sehr guten Preis. Das Multifunktionsdrucker ist besonders platzsparend, hat auch hier AirPrint mit dabei, CloudPrint und auch hier die sehr interessante HP Smartphone-App. Wir haben einen mobilen Faxversand und eine Dokumentenzuführung, also auch das ist hier wirklich sehr gut gelöst. Der einzige Nachteil, die etwas mittelmäßige Druckergeschwindigkeit, aber ich denke mal, darüber kann man dann doch hinwegsehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier 8x5 Seiten in der Minute an Schwarz und Weiß, 5x5 Seiten an Farbe, eine sehr hohe Auflösung von 4800 auf 1200 dpi, ein Highspeed-USB 2.0-Anschluss, ein Wi-Fi-Anschluss und 2 Jahre Herstellergarantie, also auch hier macht ihr garantiert nichts falsch damit.
Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz hier auf die Produktseite drauf, gucken Sie nochmal dort an. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Dann könnt ihr auch schon sehen, wir haben hier ein sehr schönes Modell, was auch hier preislich wirklich super günstig ist. Kostet gerade einmal 69 Euro, das ist auch hier ein Bestseller Nummer 1 auf Amazon. Sprich, der Drucker genießt hier sehr gute Bewertungen und wird auch oft und gerne gekauft. Da nochmal die weiteren technischen Details im Überblick. Und da gibt es noch ein paar schöne Abbildungen, wie er praktisch aussieht. Also so könnt ihr praktisch den Drucker verwenden. Auch hier mit dieser HP Smartphone App, die hier ebenfalls sehr übersichtlich und gut bedienbar ist. Womit man im Grunde auch alles hier steuern kann. Auch hier ist HP Instant Ink dabei. 6 Probemonate kostenlos. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz auf die Bewertungen ein und gucken uns die nochmal kurz uns an. Also könnt ihr schon sehen, der Drucker fällt sehr gut aus, hat sehr viele Funktionen für den sehr günstigen Preis. Er ist kinderleicht zu bedienen. Er ist optisch auch hier sehr attraktiv und auch sonst macht er hier eine sehr gute Figur. Also, falls ihr ein sehr gutes Modell sucht, was auch hier einiges unterstützt und sehr günstig ist, guckt euch den mal an. Und daher würde ich sagen, steht es also fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier der HP DeskJet 4120E. Wir gehen auch kurz die wichtigsten Vorteile für euch durch. Wir hätten zum einen hier einen sehr guten Preis, einen Multifunktionsdrucker, er ist sehr platzsparend, hat AirPrint und CloudPrint mit dabei, es gibt eine Smartphone-App und 6 Monate Instant Ink umsonst. Also sehr interessant, gut und günstig und das soll es aber nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links und Informationen zu diesem Drucker und den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf die Links drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.